Für was hat der Konrad Seidel eigentlich immer diese dunklen Brillen dabei? Grüß Gott und willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Ich werde das immer wieder gefragt, wozu hat er die dunklen Brillen? Ja, ich verwende sie ganz selten, also wenn ich vielleicht ganz dunkle Biere koste oder wenn ich helle Biere blind verkosten will oder sonst irgendwelche Ausreden. Nein, in Wirklichkeit, sie sind nur ein Dekorationsstück, aber es hat tatsächlich einen Effekt, wenn man dunkles Glas verwendet, das bietet guten Lichtschutz fürs Bier, speziell bei Bieren, die vielleicht etwas älter werden können. Das Doppelsticke von Ürige, das wir heute haben, ist ein Bier, das ganz wundervolle Reifungseigenschaften hat, also das kann auch viele Jahre alt werden, wird trotzdem eigentlich meistens sehr frisch getrunken, weil wenn man mal eine Flasche davon erwischt, dann will man es auch trinken. Sticke heißt ja geheim, nicht leicht zu erwischen. Es wird Adstickum, also hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass es dieses Bier gibt. Und das Doppelsticke, das hier vorgestellt wird, das ist ein Bier, das zunächst einmal nur für den US-Markt gemacht wurde, weil man gesagt hat, bei uns im deutschen Sprachraum wird das ja gar niemand mögen. Und dann haben sie es mir zum Kosten gegeben und ich habe es gemacht und ab und zu gibt es ein Doppelsticke auch bei uns. Ja, da sieht man so, da passen die dunklen Gläser auch dazu, wirklich ein sehr, sehr dunkles Braun, mit einem Rotton drinnen. Wir reden über einen sehr hohen Alkoholgehalt, daher nicht unbedingt viel Schaum, aber ein wundervolles Aroma. Ja, das Malz geht hier hinein in ganz reife Fruchttöne. Ja, das sind Datteln, das sind Mangos, das sind Kiwis, also alle möglichen Südfrüchte, meint man da hier in der Nase zu haben. Und vielleicht einen Hauch Kakao. Jedenfalls haben wir den Kakao im Mund. Ein sehr intensiv schokoladiger Geschmack. Und dieses Bier zeichnet sich wie alle Biere vom Ürige. Das ist ein Altbier, also ein dunkles, obergäriges Bitterbier, aber eine sehr, sehr starke Version und da verträgt es kräftig Hopfen und der Ürige verwendet vom Hopfen in mehr als ausreichendem Maß. Er verwendet den Hopfen nicht nur, damit das Bier gut schmeckt, sondern damit es sehr gut schmeckt, damit es sehr fein schmeckt, damit es den Charakter hat, dass es unverwechselbar wird. Das Doppelsticke ist ein ideales Bier, wenn man dazu sehr, sehr dunkle Schokoladekuchen oder überhaupt eine Bitterschokolade dazu isst. Traumhafte Kombination und durchaus auch etwas, was man für sich trinken kann und sagen, ja, wunderbar, dieses Bier zu haben, wenn man es kriegt. Sticke hinter vorgehaltener Hand, muss man erfahren, wo es es gibt. Beim Ürige in Düsseldorf ab und zu herzliches Prost. Wenn wir uns beim Ürige nicht sehen, dann hoffentlich nächste Woche beim nächsten Konrad Seidels Bier der Woche. Schokolade.